Moin. Nach unserer Übernachtung in Freiburg hat es uns jetzt weiter in den Schwarzwald getrieben, und zwar zum Schluchsee. Super schöner Campingplatz hier, und ich zeige euch auch gleich noch mal ein paar eindrucksvolle Bilder von dem See. Heute machen wir eine kleine Wanderung und ja, lasst euch einfach überraschen, guckt euch die Bilder an. Viel Spaß dabei. Ist hier schön angelegt, alles so terrassenförmig. Ursprünglich dachten wir, umso weiter man unten steht, umso dichter ist man am Wasser und umso besser ist die Sicht, aber weit gefehlt. Oben hat man den weitesten und schönsten Blick. Also, falls ihr herkommt, darauf achten. Wir verlinken euch natürlich den Campingplatz unten, wie immer in der Videobeschreibung. Camping Schluchsee. You interrupt me and I interrupt you. A shame. When did we start losing and stop giving? I remember I gave it time, time, time. All of my time, time, time. Now my mind, mind's lost in its thoughts. I want you, you, you. Want only you, you, you. But my heart's all tied up in knots. Aufstieg geschafft zum Riesenbühlturm. Hinter uns ist noch ein Türmchen, also der Riesenbühlturm halt. Da klettern wir natürlich noch auf und filmen von oben nach unten. What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection, lights a spark. It's
like you know me in the depths of my heart. We're dreamers. Lacher. Diese Angeber, ja. Ist irgendwie einfacher. Zum Ende unserer Tour machen wir noch eine Dampferfahrt auf dem Schluchsee. Ist ja ein Riesending. Tiefste Stelle 65 Meter, habe ich gerade gehört. Das ist dann auch so mehr oder weniger die letzte Aktion. Morgen sind wir schon auf dem Weg nach Hause, machen noch einen Zwischenstopp. Von hier aus bis nach Potsdam sind es ungefähr 700 Kilometer. Der Urlaub neigt sich also dem Ende. Mal gucken, ob es noch was zu essen gibt. Ein Stück Kuchen wäre doch geil, oder? Servus, die letzte Übernachtung, bevor es morgen wieder genau nach Hause geht, ist im schönen Rehau hier auf dem Wohnmobilstellplatz in Bayern.
im schönen Frankenland. Schöner Stellplatz hier. Strom, Ver- und Entsorgung. Ja, und hier verbringen wir jetzt noch ein bisschen in Ruhe den Abend. Und morgen geht es dann in Richtung Heimat. Das war sie dann, die Tour, die fast 5000 Kilometer durch Frankreich. Über die Atlantikküste zum Mittelmeer, nach oben, Provence, überall waren wir gewesen. Guckt euch einfach das Video an, oder wahrscheinlich werden es 3 Teile sein. Habt ihr wahrscheinlich gerade, sonst würdet ihr meinen Spruch ja nicht hören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Reise von Juli Butz on Tour. Juli ist gerade noch einkaufen, also müsst ihr mit Butzes Abgesang vorlieb nehmen. Wir sehen uns und danke fürs Zuschauen. Achso, Abo nicht vergessen und folgt uns auch bei Instagram, Juli Butz on Tour. Da seid ihr immer brandaktuell, wo wir uns gerade rumtreiben und was wir gerade so erleben. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen nochmal. Ciao.